Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime 3. Das war der falsche Knopf. Ja, Homebutton funktioniert immer gut. Hallo Freunde und recht herzlich willkommen. In der letzten Folge haben wir den Spider Ball erhalten. Ja, und ich bin hier gerade ein bisschen zu unfähig, gescheit lang zu fahren. Deswegen versuchen wir es gerade einfach nochmal. Ja, ist ja kein Problem hier. Das war... ich hätte es nochmal geschafft. Ich hatte gerade Angst. So, jetzt, zack, Dankeschön. So, weiter bitte. Und diesmal bitte ohne da nochmal in die Flammen zu fahren. Das wäre überaus erfreulich. Dankeschön. So, Alter, der kam voll aus dem Hinterhalt. Wie fies. Okay, okay. Ich hoffe, hier an der Decke kommt keiner. Sonst fange ich ja an zu weinen. Oha. Da unten geht's. Moment mal. So, und da unten war ein Mister-Container? Da unten gerade ein Mister-Container? Aha. Nee, sind nur Raketen, oder? Sind nur Raketen gewesen. Oh, wie kommen die da überhaupt hin? Haben die Dinger, die da gerade fallen lassen? Das wäre ja witzig. Was zum Teufel tue ich? Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Es ist alles gut. War da unten gerade noch was? Nö. No. Sah nur so aus. Okay. Wieder hier. Sehr schön. Von da kam ich gerade. Ist hier auch noch was? Moment. Muss ja. Ey! Wieder mal losgefahren ist. Boah. Hier muss ich auch nochmal genauer erforschen hier. Achso, damit komme ich dann wieder da. Moment, hä? Nee. Da ist was. Ich habe ein Nest gefunden. Aha. Oh, Alter, bin ich geflogen. Das war doch ein cooler Sprung gerade. Müsste zugeben. Hier, bäm. Bläh. Ah, Abkürzung. So, jetzt kann ich hier wieder hoch. Moment. Da. Genau. Habe ich doch gerade schon gemacht. Das ging in Prime 1, glaube ich, noch nicht. Da gab es zwar auch schon beide Items, aber irgendwie nicht. Bum bum. Bum bum. Aber da kann man das irgendwie noch nicht so kombinieren, glaube ich. So, als kleiner Fun Fact mal. So. Das gute Geräusch. Hi. Oh. Natürlich folgt mein Hund mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung. Genau. Hier waren wir ja überall schon, ne? Es war gerade sehr die letzte Folge aufgenommen, aber ich erinnere mich schon gar nicht mehr an das Gebiet hier. Wo sind wir? Was? Wo sind wir? Aha. Okay, wir haben den Spider-Boy gefunden. Das finde ich schön. Und ich komme gar nicht zurück. Achso, muss ich ja darüber machen. Und ich kann jetzt das andere... Ach, ist das herrlich. Ich kann jetzt da mit dem Magnetball fahren. Wow. Dann muss ich, glaube ich, sowieso, weil ich gar nicht sonst gar nicht zurückkomme wahrscheinlich. Naja. Und ich glaube, da oben war sogar noch ein Energietank, kann das sein? Weil ich habe das gerade irgendwie so in Erinnerung. Hund, halt doch mal deine Schnauze. Wuff, 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 wuff. Wuff, wuff. Warum lade ich schon auf? Piu. Weil ich mir gar nicht sicher, welchen Knopf ich jetzt loslassen muss. Z oder B? Ich mache das übrigens mit Z, das hier dran haften. Mit normalen Merken. So. Piu. Hep. So, ist hier noch irgendwas? Das wäre... echt Bombe. Das ist ganz schön knapper Shit. Sag ich doch. Da ist noch ein Energietank. Ich werd verrückt. Hui. Boah, sind so viele. Ohne Spaß. Wie viele wir schon haben. Es fehlen noch zwei Stück, glaube ich, oder? Ja. Wir haben schon 12. Die müssen wir dann haben, glaube ich. Ja, 12. Die alle unterschiedlich lang sind. Voll komisch. Seht ihr das? Der vordere, der erste Energietank, der ist ein bisschen flacher. Seht ihr das? Der ist das erste Viereck. Na, bestimmt nur ein kleiner Grafikfehler bei TV-Karte und so. Ja, Leon, das war sehr gut. Na guck, jetzt sind sie wieder alle gleich groß. Ah. 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 Okay. Zwei Stück, die finden wir bestimmt auch schnell. Bestimmt ist noch einer auf Norion oder so. Wo wir noch nicht wirklich untersucht haben. Den letzten finden wir dann noch irgendwo im auf Valhalla oder so und fertig. Herrlich. Wie einfach dieses Spiel doch ist. Nein.
Weil bin ich gestorben schon, ja? Ne? Prime 1 so durchgerockt, Prime 2. Vergessen wir mal den letzten Boss, ja? Den gab es nie, Freunde. Ein Kack im Ing-Imperator. Aber hier bin ich bei Rundas gestorben. Naja. Kann mal passieren, ne? Haben wir alles wieder vergessen. Danach bin ich eigentlich mal ganz gut durchgekommen. So, zack. Machen wir es schnell und schmerzlos hier. Auch wenn der Z-Knopf meiner Wii-Family und oder meines Nunchucks schon ein bisschen kaputt ist und manchmal gerne loslässt, was ich bei Mario Kart immer merke. Ja, ich spiele Mario Kart 8 mit Wii-Family und Nunchuck. Ne? Und deswegen merke ich das schon ein bisschen. Jetzt ist ja öfter mal einfach, wenn ich ein Item hinten dran habe oder so, dass dann auf einmal weg ist. So. Alter. Haben wir das auch erledigt. Nächster Stopp. Eigentlich wieder Himmelstadt. Ich möchte aber eigentlich nochmal ganz gerne beim Aurora-Einheit vorbeigucken. Vielleicht ist die jetzt schon fertig. Samus, this is Admiral Dane. Oh. I've ordered the Federation fleet to walk to the pirate homeworld and begin the invasion. Invasion. I think it's time we took the fight to them. We'll contact you when we're ready to commence our assault. Na super. Nein, Mann, ihr sollt das doch nicht sprengen. Ich muss doch noch Items sammeln. Nicht, dass ich da wirklich welche übersehen kann. Ich weiß es nicht. Ich kenne das Spiel. Ich kenne Metroid. Metroid sind fiese Spiele. Wenn es darum geht. Mann, wie soll ich denn da rüberkommen? Ah! Oh, jetzt bin ich schon hier. Cool. Ah, jetzt aber auch noch was. Was ist das? Ach du Kacke. Okay, Spiel. Wo ich gerade davon rede, dass ich fies ist. Ja. Naja. Oh! Oh! Oh, Kackviech. Was ist denn das da? Wer ist denn das, der die da macht, diese Stöße da? Das da, weil ich noch nicht mal gescannt habe. Phasoid. Lebensform besteht aus purer Phasanenergie. Dankeschön. Oh. Mini-Dinger davon. Aua. Mann, ich werde das Mini-Ding. Phasoid. Das Mini-Ding, das rote, das war aber. Aha, was bist du jetzt? Roter Phasoid. Seltene Variante an energiebasierenden Lebensformen. Na, meinetwegen. Dankeschön. Oha, was ist das denn? Gold-Credit, aha. Okay. Was soll das denn jetzt sein? Okay. Okay. Das Spiel macht mir Angst, Mama. Hätten sie mir auch einfach so als Errungenschaft quasi geben können. Naja. Naja. Bisher habe ich da schon ganz viele von übersehen. Naja. Wenigstens haben wir den einen gefunden. Und hier kann ich mich doch auch schon. Wo kam das Ding wieder her? Ach ne, muss ich hin. Im Moment, hä? Achso doch. Boom. So. Und komm her. Zack. Wie so komisch die Mucke. Bim, 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 bim. Ah. Hab keinen Bock mehr, deswegen lass mich einfach fallen. Ui. Ups. Scheiß auf Energie. Die müssen wir auch noch alle finden, diese Bordmissile-Dinger, ne? Uah. Ist auch dumm, dass man die finden kann, weil letztendlich braucht man die sau selten. Ja, man weiß auch gar nicht, wo man sehen kann, wie viele man hat. Irgendwie dumm. Naja. Meinetwegen spielen, ne? Kann's ja ruhig so machen, wenn es will. Wäre richtig schon im Mittelpunkt gelandet. So, zack, zack. Okay.
So, Aurora Junior, du warst hier irgendwo, ne? Warst du hier? Du warst nicht hier. Ach, gleich darf ich wieder diese Kackfeuerbahn dann nehmen. Oh. Ich hasse Elysia. Sterbt. Sterbt alle. Oh, Alter. Meint ihr, hätte ich eine Abkürzung nehmen können? Achso, nee, da komme ich da hin. Die kann ich dann gleich nehmen, wenn ich wieder weg will hier. Ich will nochmal bei dem. Oh, ich muss gleich nochmal die Sturzsegler da scannen, ja? Darf ich gleich auch nicht vergessen. Oh, Speicherstation. Will ich doch gar nicht. Ich will runter. Oder hoch. Was auch immer. Runter. Zur Aurora-Einheit. Mal gucken, ob die was zu sagen hat. Die Informationen, die sie hat, habe ich schon längst, ja. Habe ich schon längst gefunden. Ja, sind wir noch im Informationsmodus. Ich habe das doch schon gefunden, du Arsch. Naja. Gut. Dann können wir hier wieder weg. Zur Heimatwelt der Piraten. Um da mal ganz viele Items uns zu holen. Da habe ich jetzt Bock drauf. Die ist dann noch so. Die da ein bisschen rumgeflogen sind. Yep. Wieder 1000 Jahre lang an die Mission angucken, weil es erstmal das nächste Gebiet da hinten wieder laden muss wahrscheinlich. Bam. Es ist so übel. Gut, jetzt darf ich wieder 1000 Meter laufen. Ich habe überhaupt gar keinen Bock zu eigentlich. Achso, ne. Ich hoffe jetzt richtig, wo ich hier bin. Yeses. Boom. Au. Wo kann ich hier nicht außen rum? Was war das denn? Ging gerade vorher nicht. Ich will hier aber außen rum, doch. Schaffe ich auch. Natürlich nicht, wenn da nur die Fachwand ist. Das Spiel verbietet mir auch jegliche Abkürzungen. Da könnte ich wieder kotzen, ey. Naja. Klappt nicht. Okay. Zack. So. Einfach ran da. Ja, schaffe jetzt auf Anhieb. Pass auf. Also nur diese Blitzteile. Dann geht das ja. Die sind nicht so schlimm. Oh, ich hätte mich nicht beschweren sollen. Natürlich. Ich hasse diese diese Dinger. Ich würde die gerne mal scannen, aber das geht, glaube ich. Oh, ja, ich glaube, es geht nicht. Genau wie diese Dinger da. Die kann ich auch nicht scannen. Es ist schade, ja. Ich bin viel zu nah am Mikrofon, habe ich voll übersteuert, glaube ich, beim Schreien. Voll mein Mikro, mein Popschutz gespuckt. So, einfach mal die Schnauze halten und ballern hilft. So! Ah, hier ist der Stoßsegler, ne? Hier sind die. Ha, da sind sie, okay. So. Elysianischer Sturzsegler. Mechanoide Variante.
Auch nicht schlecht. Naja. Gut, habe ich sie wenigstens. Das stimmt mich doch glücklich. Lol. Was war das denn wieder? Na du, habe ich dich schon? Natürlich habe ich dich schon. Können wir mal gucken, ob wir davon schon alle haben. Muss ich sowieso mal nachgucken, ne? Müsste ich mal. Ja. Das müsste ich mal. So, an Bord gehen bitte. Wie spät ist es denn? Oh, der Part ist schon bald vorbei, wa? Nur 5 Minuten. Wie mache ich das denn jetzt auch? Ja, dann fliege ich schon mal wieder zurück zur Heimatwelt, würde ich sagen. Wer noch eine Folge möchte, jetzt eigentlich ungern aufnehmen. Ja, war die bei Halla. Ja, was war denn da noch? Könnten wir da noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Gehen wir mal lieber dahin. Animation, ich kann nicht wieder einschlafen, du. Dankeschön, das ist, nee. Komm, ey. Das dauert immer so lange. Mein Zimmer, in meinem Zimmer ist es so heiß. Naja. So, dann werde ich doch mal gucken hier. Ganz ohne Musik? Nee. Ich will Musik haben, Mann. So, danke. So, gucken wir mal, wa? Oh, 12 von 13. Das ist bestimmt Admiral Dane. Ach nee, den haben wir schon, ne? Der ist ja gar nicht hier drin. Admiral Dane habe ich auch schon mal gescannt. Ach da, Flotten Admiral Dane. Keine Ahnung, wer da noch fehlen könnte. Keine Ahnung. Brio, fehlen immer noch 3. Himmelsstadt. Oh, da haben wir alles. Da haben wir alles. Da fehlt nur noch dieser Sturzsegler, wa? Naja. Weltraumpiraten haben wir auch ziemlich viel schon. Fehlen auch nur noch 4. Fason, ja, aber da kommen ja noch die richtigen Fason-Dinger. Die kommen noch. Und Hauptgegner. Ah. Ein paar fehlen auch noch. So, ist hier da ist Gendrader. Komisch, dass Ruhn da so weit unten ist. Naja. Ist mir ja auch egal. Hier. In der Erforschung, da fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, so geht eigentlich auch. Ich hoffe nicht, dass ich schon was übersehen habe. Ich werde, wie gesagt, bis zum Ende spielen einfach jetzt. Bis kurz vorm Finale. Und dann werde ich nochmal gucken, welche Scans mir fehlen. Alle, die mir dann noch möglich sind, hole ich mir dann noch. Und alle, die mir nicht mehr möglich sind, die dann eben nicht. Die haben dann Pech gehabt. So, Himmelsstadt. Oh, fehlt noch einer. Bruder fehlt auch noch einer. Einträge zur GF. Da fehlt noch ganz viel. Kann gut sein, dass ich schon einen auf diesem Anfangsschiff da übersehen habe. Aber da habe ich mich ja eigentlich wild durchgescannt. Müsste eigentlich gehen. Naja. Also Rüstungsberater habe ich nur 4 gefunden. Aber da sind wir auch gerade erst angekommen. Wie gesagt, müssen wir da mal gucken. So, wie sieht es eigentlich hiermit aus? Übermodus. Fehlt noch der Hyper-Grapple. Waffen. Fehlt noch der letzte Beam. Morphball fehlt gar nichts mehr. Grapple fehlt gar nichts mehr. Ich glaube, es gab einen Hyper-Grapple. Naja. Anzüge fehlt auch noch einer, womit wir durch den Regen da laufen können. Und Vison fehlt auch keiner mehr. Ist das nicht super? Ich finde das super. Ja. Freunde. Das Schiff hier. Oh. Bordspeicherstation. Bordmissile.
Was denn? Kann man wie so eine. Wo steht denn das, wie viel man davon tragen kann? Wie viel man hat? Naja. Grapple Beam des Schiffs. Und die Energiezellen. Hier, die grünen sind die, die wir schon eingesetzt haben, wa? Rot sind die, die wir geborgen haben. Achso, und die mit Fragezeichen sind die, wo wir schon die Informationen von gelesen haben. Puyo. Mhm. Und die davon weiß keiner was. Ah ja, hier die Credits. Wo wir irgendwie vorhin eingefunden haben, die grünen. Ja, die müssen wir einlösen. Wie gesagt, das ist total kacke. Ein Spieler enthält einen Freundescoupon, nachdem er bestimmte Meilensteine im Spiel erreicht hat. Dieser Freundescode kann an alle Freunde der Freundesliste versendet werden. Der Empfänger kann ihn gegen einen Freundescredit eintauschen und damit Bonus-Items im Extras-Menü zu erwerben. Ja, das ist totaler Bullshit, weil die Nintendo Wi-Fi Connection ist sowieso schon tot. Ja, das kann ich eh vergessen. Und, ja, ich habe sowieso keine Freunde, die das Spiel haben. Ja, es ist irgendwie traurig. Selbst wenn ich irgendwie ausleihen würde, das würde ja auch kacke sein, wenn ich dann wirklich, den zwinge, ja, spielen wir das Spiel schnell durch, damit ich Coupons habe. Auch ein bisschen assig, ne? Das wäre gut geschrieben, wenn das Spiel Kreaturen und Bossgegner gescannt werden. Oh, aber schon ziemlich viel. Gold-Credits werden gut geschrieben, nachdem Bossgegner in verschiedenen Schwierigkeitsgraden besiegt werden. Oder wenn du irgendwie so ein komisches Ding besiegst und ihn einsammelst. Block-Credits werden gut geschrieben, wenn in der einzelnen Welt Berichte und Überlieferungen aufgespürt und gescannt werden. Und grüne sind halt die. Ja. Habe ich gerade schon gesagt. Ja. Bisschen blöd. Vielleicht ist irgendwelche Tricks, womit man das so schon umwandeln kann, aber ich denke nicht. Freunde, ich würde sagen, das war Metroid Prime für heute. Ich habe die Zeit noch gut vollgekriegt gerade. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Metroid Prime 3 wieder, wenn wir uns Items holen und den letzten Anzug. Ciao.